Das Liebesglück dank neuer Vagina? Ex-DSDS-Sternchen Melody Hase unterzieht sich vor kurzem einer ganz besonderen Beauty-OP. Wir treffen Melody bei der Fashion-TV-Modelnacht im The Pearl Club Berlin, wo sie uns mehr über ihre Unterleibserneuerung erzählt. Ja, ich habe mir meine Vagina operieren lassen. Ich habe jetzt eine süße Designer-Vagina. Ich wollte einfach, dass es optisch perfekt aussieht und das ist jetzt so. Aua! Die Sängerin ist mit dem Ergebnis aber mehr als glücklich. Hat dieser Eingriff etwa einen speziellen Hintergrund? Gerüchten zufolge ist Melody bald bei der Nackt-Dating-Show Adam sucht Eva. Wie sieht es denn da aus, liebe Melody? Ich will auf jeden Fall in nächster Zeit ein bisschen wieder mehr rauspowern. Ich habe mich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen zurückgehalten. Ich bringe bald mein Album raus und darauf fixiere ich mich jetzt. Aber ich bin auch nicht abgeneigt, irgendwie mal wieder ein Reality-Format zu machen. Bloß momentan gibt es da noch nichts zu berichten. Noch nicht also. Naja, vielleicht kann man ihre Designer-Vagina ja bald auf dem TV-Bildschirm bestaunen. Melody ist mittlerweile auch schon komplett rundum erneuert. Im September 2016 begleiten wir sie zum Ghoul-Sculpting von Uta Naumburg in Köln. Dort trennt sich die Musikerin von überschüssigen Pfunden. Auch die Nase lässt sich der Castingstar im selben Jahr erneuern. Mit diesen zahlreichen Eingriffen erhofft sich Melody vor allem eines. Mein Ziel war es irgendwie immer, mich nackt einfach schön zu finden. Und jetzt durch meine Beauty-Eingriffe bin ich da schon echt nah dran. Beziehungsweise ich finde mich schon schön, klar, perfekt, findet sich keine Frau. Aber ich bin super zufrieden und ich tanze nackig unter der Dusche rum und finde mich super. Und dieses Selbstbewusstsein würde ihr im Nacktformat Adam sucht Eva definitiv weiterhelfen. Neben Melody reihen sich auch Gerüchte um Patricia Blanco und Bastian Jotta, die angeblich auf die Nudisteninsel sollen. Na, ob die Sängerin wirklich nackt im TV nach Liebe sucht, zeigt sich spätestens Ende des Jahres.